Dieser sehr einfache Plot zeigt einmal die Abkühlraten in den verschiedenen Eisenmeteoriten. Das ist im Prinzip ein Kategorienplot, denn in dem Fall auf der Y-Achse sind die verschiedenen Kategorien dargestellt, in dem Fall sind es die unterschiedlichen Eisenmeteoritklassen. Manchmal wird so ein Plot, wo man sagt, auf der Y-Achse ist gar nichts dargestellt, wobei, wie gesagt, das stimmt nicht ganz, in dessen verschiedenen Meteorite hier. So ein Plot wird auch als Caltech-Plot bezeichnet. Auf der X-Achse, hier ist die Abkühlrate dargestellt, auf einer logarithmischen Skala in Kelvin pro Million Jahre. Man sieht hier zunächst mal, dass es sehr unterschiedliche Abkühlraten gibt, von sowas wie 1,23 Kelvin pro Million Jahre bis zu mehreren Tausend, wenn man hier schaut, bei den 4a, bis zu fast 4000 Kelvin pro Million Jahre. Das heißt, man hat hier einen sehr großen Range bei dem Ganzen von fast 5 Größenordnungen. Und die Meteorite, also Eismeteorite 4a beispielsweise mit mehreren Tausend Kelvin pro Million Jahren, kühlen also in sehr kurzer Zeit ab, also vielleicht in 100.000 Jahren oder sowas. Und die mit sehr geringen Abkühlraten, also beispielsweise die Mesosiderite hier, was jetzt nicht wirklich Eisenmeteorite sind, ist eine Mischung aus Silikat und Metall, die haben Abkühlraten von vielleicht 1,45 Kelvin pro Million Jahre. Die können also mehrere Zehner, vielleicht sogar 100 Millionen Jahre gebraucht haben, bis die abgekühlt sind. Also das ist der Bereich der Abkühlraten, aber auch die Zeiten, die Asteroide bzw. deren Kerne oder Metallphasen gebraucht haben, um abzukühlen. Die liegen also von 100.000 bis mehrere Zehner, vielleicht sogar 100 Millionen Jahre.